Es werden Rekorde aufgestellt. Ich habe noch nie so eine große Frau wie Wiebke gesehen, nee. Sie holen wirklich alles aus sich heraus. Also die Hose, die habe ich in Italien gekauft. Und das ohnehin schon Offensichtliche wird einfach ausgesprochen. Ich finde mich schon cool, ja, ich meine, das kann man einfach mal so stehen lassen. Und damit herzlich willkommen zu Germany's Next Topmodel 2022. Oder wie man in Griechenland sagt. Hey, what's walking? Für den Start der 17. Staffel geht es für die 31 Schönsten des Landes nach Athen. Oh, bist du schön. Das sind ja lauter Topmodels hier. Schon nach wenigen Sekunden fällt außerdem auf, die griechische Sonne sorgt für strahlende Gesichter. Oder haben sich in diesem Jahr etwa nur die glücklichsten Kandidatinnen aller Zeiten beworben? Kann ich anders? Ja, ich bin einfach ziemlich glücklich. Ich finde, das Ernstgucken steht mir nicht so, als wenn ich lächle. Doch die Kandidatinnen sind natürlich nicht nur überglücklich, sie sind auch außergewöhnlich wie nie. Und damit meinen wir nicht nur das größte und kleinste Nachwuchsmodel aller Zeiten. Ich war schon mit 15 Jahren ausgewachsen sozusagen. Dürfen wir außerdem vorstellen Martina und Lou aus Wien. Meine Schwester sieht man ja. Genau, ja. Große Schwester. Nein, Mutter, Tochter. Ja. Und so wird die 17. Staffel kurzerhand zum Familienduell. Wer bei der 50-Jährigen und ihrer 18-jährigen Tochter allerdings auf Streitereien hofft, der liegt falsch, behaupten zumindest die beiden Wienerinnen. Wir verstehen uns auf jeden Fall so gut und auf dem Level, dass wir wochenlang auch zusammen sein können. Wir haben darüber gesprochen, genau. Sollte es sein, dann nur mit Blicken beschäftigt. Genau, ja. Das sieht jetzt auch nicht unbedingt harmonischer aus. Martina gehört übrigens nicht allein zu den Ältesten in Athen. Barbara aus Handewitt bei Flensburg ist mit 68 sogar die älteste Kandidatin aller Staffeln. Dabei ist Modeln eigentlich schon immer Barbaras Traum. Ich wurde immer irgendwo abgehalten, eben mit Heirat, mit den Kindern und, und. Und jetzt das alles erleben zu dürfen und wirklich dabei sein zu dürfen, ich bin total begeistert. Apropos begeistert, dürfen wir vorstellen Sophie aus Harsewinkel bei Bielefeld. Die 18-Jährige ist vor allem begeistert von sich selbst. Der Grund, Sophie ist die Kandidatin mit der ganz individuellen Persönlichkeit, sagen übrigens nicht wir. Ich habe eine ganz individuelle Persönlichkeit. Falls Sie sich da jetzt nichts drunter vorstellen können, keine Sorge. Wir haben bei der Auftaktshow in Athen noch mal genauer nachgefragt. Ich habe eine sehr facettenreiche Persönlichkeit. Diese Mischung aus Humor, bisschen verrückt sein, aber auch der Ehrgeiz. Ich bin schon einzigartig. Wie viel ihr das allerdings auf ihrem ersten Catwalk bringt. Im Posen brauchst du nicht so übertreiben, ne? Also ein bisschen ruhiger bleiben, okay. Elegant. Okay. Weniger ist mehr. Also mehr so das Kleid präsentieren, so anstatt mich. Und was in Griechenland sonst noch passiert, das sehen Sie schon morgen Abend bei Germany's Next Topmodel. Los geht's um 20:15 Uhr hier auf Pro7.